Vielen Dank für die sehr liebe Willkommnung, wenn das das richtige Wort dafür ist. Ich möchte jetzt meinen Bildschirm gleich teilen und dann mit meiner Präsentation beginnen. Also mein Name ist eben Robert Schrenk und ich darf im Auftrag vom Bildungsministerium das Zentrum für Lernmanagement leiten, das hinter Edovidual steht und dessen Weiterentwicklung in den Händen hält. Und mein Beitrag, den ich jetzt hier präsentieren möchte, richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die überlegen, mit Edovidual arbeiten zu wollen und dann natürlich auch gewissermaßen diese die eigene Schule in Edovidual verwalten müssen. Und ich möchte daher in erster Linie einmal darauf eingehen, wozu sollte ich das denn überhaupt tun? Ja? Warum sollte ich jetzt hier auf ein möglicherweise neues Werkzeug einsteigen, wenn es denn vielleicht auch schon andere Werkzeuge an der Schule gibt? Und dann ein bisschen vorstellen, wie diese Verwaltung der eigenen Schule in Edovidual vonstatten geht und welche Möglichkeiten es hier gibt, um sich in der Schule zu organisieren. Die Frage, die oft an mich gerichtet wird, und die in meinen Augen die völlig falsche Frage ist, ist, sollen wir jetzt Office 365 oder Google verwenden oder sollen wir jetzt Moodle bzw. Edovidual verwenden? Und ich nehme deswegen auch immer sehr gerne diese Frage und greife sie auf, um einen gewissen Gedankengang auch gleich zu erklären. Die falsche Frage ist nämlich die, dass es nicht unbedingt darum geht, immer nur ein Werkzeug zu haben, sondern ein Werkzeug für einen bestimmten Zweck zu haben. Worum handelt es sich denn bei Moodle überhaupt? Moodle ist ein Open-Source-Lernmanagement-System, das eine sehr hohe internationale Verbreitung hat. Also man sieht ja aus den Statistiken heraus, dass es weltweit um die 310 Millionen Anwenderinnen gibt in über 200 Ländern und. Das heißt, es ist ein sehr erprobtes System und es ist Open Source. Aber was das Allerwichtigste daran ist, das ist, dass es ein pädagogisches Werkzeug ist und das vom Grundstein an. Das heißt, es wurde ursprünglich an einer Hochschule entwickelt im Rahmen eines pädagogischen Studiums, wo es darum ging, wie man mit digitaler Technologie Lehre und Pädagogik unterstützen und verbessern kann. Und deswegen ist Moodle auch von Grund her mit lerntheoretischen Überlegungen auf den Weg gekommen. Und diese grundsätzliche Überlegung kommt aus dem Bereich des Konstruktivismus und Konstruktionismus. Und es geht daher sehr stark darum, dass die Lernenden selber aktiv sind, gewisse Dinge tun, um zu lernen. Und das spiegelt sich dann auch in diesem Moodle-System sehr stark in der Vielfalt an Aktivitäten wider. Das heißt, es geht nicht rein darum, dass man als Lernende etwas konsumiert, so wie es oft passiert, dass man dann halt Videos schaut und dann vielleicht ein kleines Quiz hat oder so, sondern es gibt wirklich eine sehr große Vielfalt an möglichen Aktivitäten und die wiederum so gestaltet sind, dass man sie auf eine sehr vielfältige Art und Weise verwenden kann, um sehr viele Lehrmethoden damit umsetzen zu können. Dieses Open-Source-Prinzip, von dem ich gesprochen habe, birgt einen zusätzlichen Vorteil. Man kann es nämlich auch beliebig ausbauen und erweitern. Und das ist genau das, was wir bei Edovidual für den österreichischen Bereich tun. Das heißt, wir nehmen dieses Moodle-System als Basis und wir bauen Sachen dazu, damit es für die Schulen, die wir in Österreich haben, noch einfacher zu bedienen ist und auch im Unterricht noch besser einzusetzen ist. Das ist das Ziel dieses Zentrums für Lernmanagement. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Vergleich zurück. Und warum ich meine, dass es keine Entweder-oder-Frage ist, denn es erklärt sich alleine schon aus der Herkunft des Werkzeugs, dass es komplett unterschiedliche Funktionen zu den erstgenannten Cloud-Plattformen gibt. Während ich also mit Microsoft Cloud und Google Cloud hauptsächlich ein Büroumfeld simuliere, was auch wichtig ist, dass ich E-Mails habe, dass ich kollaborativ an Dokumenten arbeiten kann, eine Dateiablage habe. Aber diese Werkzeuge sind keine Lernmanagementsysteme in dem Sinn, dass sie hier die Pädagogik unterstützen. Und genau das ist das, was aber Moodle tut. Das heißt, ich habe hier in diesem Bereich sehr viele
Möglichkeiten, wie beispielsweise mit adaptiven Lernpfaden zu individualisieren und zu differenzieren, mit Gamification oder mit Game-Based Learning zu arbeiten und auch viele andere Werkzeuge, die mir hier das pädagogische Arbeiten stark erleichtern. Also das nur als grundsätzliche Überlegung, warum es für eine Schule sehr viel Sinn machen kann, auch hier Moodle bzw. Edu-Vidual einzusetzen. Daher die Antwort darauf, beides. Also ganz ehrlich, ich bin ja selber Lehrer und ich arbeite ja auch in verschiedenen Systemen, verschiedenen Welten, je nachdem, was gerade praktisch ist. Ich kann Moodle nicht aus meinem Alltag wegdenken, aber genauso kann ich selbstverständlich auch diese Bürowerkzeuge nicht aus meinem Alltag wegdenken. Und daher kann ich nur auch jeder Schule nahelegen, die sich auf diesen digitalen Weg macht, dass man in beiden Bereichen sich Kompetenzen aneignen sollte. Und die bei Moodle haben den Vorteil, dass sie eben das pädagogische Wirken verändern können. Worum geht es jetzt bei Edu-Vidual? Also Edu-Vidual ist jetzt vom Kernsystem her ein Moodle-System, wie es auch viele vielleicht von der Universität oder der Lehrerinnen-Ausbildung bereits kennen und wird eben durch uns dann weiterentwickelt. Und was hier jetzt besondere USPs sind, ist, dass es gemeinsame Bereiche gibt. Das ist eine große Lernplattform für alle Schulen, wo diese gemeinsamen Ressourcen für alle zur Verfügung stehen. Das sind dann umfangreiche Kurse, wo man sich dann Dinge herausnehmen kann, die man möchte. Also es sind offene Bildungsressourcen, man darf sie nachher auch dann später verändern. Falls das jemanden interessiert, morgen habe ich dazu einen Beitrag am Nachmittag speziell zum Ressourcenkatalog in Edu-Vidual. Es gibt dann auch eine Fragensammlung aus verschiedenen Gegenständen, die durch Lehrerinnen gemeinsam befüllt wird. Das heißt, Lehrerinnen können sich hier auch schulübergreifend vernetzen und an gemeinsamen größeren Visionen arbeiten. Und wir unterstützen hier, soweit wir können, damit diese Lehrerinnen sich treffen können und die notwendigen Grundbedingungen dafür vorfinden. Und ich habe hier ein Zitat von der Webseite vom Bildungsministerium auch noch angehängt, was dann die Mission hinter dem Ganzen ist. Also es geht darum, mit das Edu-Vidual eine einheitliche gemeinsame Lernplattform für österreichische Schulen darstellen sollte. Das wäre natürlich das Ziel hinter dem Gesamten. Jetzt gehe ich schon mehr in die konkrete Anwendung von Edu-Vidual. Wenn also jemand sich für dieses System interessiert, dann muss er oder sie zuallererst für sich selber ein Konto in Edu-Vidual haben. Das heißt, man benötigt eine Identität in diesem System. Und wenn man auf die Anmeldeseite geht, dann gibt es hier bereits mehrere Möglichkeiten, um den Einstieg möglichst einfach zu gestalten, sowohl für Sie als auch natürlich dann auch später für die Schülerinnen und Schüler. Also man kann beispielsweise mit dem Portal Digitale Schule einsteigen, was ja auch vom Bildungsministerium für alle Bundesschulen angeboten wird und die Landesschulen sollen jetzt nach und nach auch folgen. Und außerdem kann man mit Microsoft oder mit Google-Konten auch hier direkt einsteigen, ohne sich tatsächlich jetzt registrieren zu müssen. Der Weg der Registrierung steht natürlich ebenfalls offen, wenn man mit einer beliebigen E-Mail-Adresse hier einsteigen möchte. Edu-Vidual unterstützt hier vier verschiedene Rollen, die man dann haben kann in dem System. Das heißt, diejenigen, die eine Schule verwalten, titulieren wir als Managerinnen. Das heißt, auch wenn im späteren Foliensatz hier dieses Wording vorkommt, dann wissen Sie, wer gemeint ist. Andere Personen, die berechtigt sind, Kurse zu erstellen, sind die Lehrerinnen bzw. Lernbegleiterinnen. Und dann selbstverständlich gibt es noch die Schülerinnen und Schüler bzw. Lernenden und auch die Kategorie der Erziehungsberechtigten. Also Sie können auch für Erziehungsberechtigte Konten anlegen, wenn Sie beispielsweise ein digitales Mitteilungsheft oder sowas über Edu-Vidual führen möchten. Sobald man eingestiegen ist, kommt man auf diese Übersichtsseite, die ich auch ganz kurz erklären möchte.
Aber ich versuche ein bisschen mich kürzer zu fassen. Ich merke gerade, dass die Zeit rinnt. Also ganz wichtig ist natürlich in der Mitte die Übersicht über die eigenen Kurse. Und hier gibt es zwei Kurse, die eine eigene Bedeutung, eine besondere Bedeutung haben an der Schule. Und die werde ich dann später nochmal kurz hervornehmen. Das ist der digitale Schulhof und der Helpdesk der eigenen Schule. Außerdem wichtig ist, dass man hier rechts eine Zeitleiste hat. Das heißt, wenn die Lehrerinnen bei den Aufgaben ein Datum festlegen, bis wann etwas erledigt sein soll, dann haben hier die Schülerinnen und die Lehrerinnen eine wunderbare Übersicht, was als nächstes zu tun ist. Ich betone das deswegen, weil viele Lehrerinnen das nicht machen und dann leidet für die Schülerinnen natürlich die Übersicht hinter dem Ganzen. Wenn man Hilfe braucht, also auch wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Schule hier anlegen, aber ich komme nicht weiter, gibt es die Möglichkeit, unter diesem Arztkoffersymbol die Online-Sprechstunden in Anspruch zu nehmen. Das heißt, Sie können dann hier eine ausgeschriebene, einen Termin buchen aus einer Liste heraus, wann es für Sie passt. Und eine Kollegin aus unserem Team nimmt sich dann die Zeit und erklärt halt, was auch immer die Frage ist, in einer Webkonferenz face to face, wo man dann auch wunderbar den Bildschirm teilen kann und optimal helfen kann. Die Registrierung der Schule, ich habe da einen Shortlink hineingegeben, findet man natürlich auch in den Anleitungen. Die sieht eigentlich relativ einfach. Das heißt, eine Person der Schule, Sie vielleicht, starten diese Registrierung, indem Sie die Schulkennzahl eingeben. Und mit dem Klick auf Token anfordern, wird dann an die offizielle E-Mail-Adresse der Schule eine E-Mail geschrieben, wo dann steht, die Person XY möchte gerne die Schule individuell anlegen. Und wenn dann die Schulleitung, an die sich ja diese E-Mail richtet, einverstanden ist und diesen Token weiterleitet, dann ist ja sozusagen die Bestätigung der Schule da, dass sie berechtigt sind, für die Schule in Edu-Vidual die Verwaltung durchzuführen. Das heißt, sie sind dann die Person, die berechtigt ist, alle Einstellungen vorzunehmen, Nutzerinnen anzulegen. Natürlich können sie auch diese Befähigung mit anderen teilen und dieses Recht auch dann weitergeben. Mit dem Token und einem selbstgewählten Namen schließen sie die Registrierung ab. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es dann diese beiden Kurse, von denen ich gesprochen habe. Zum einen den digitalen Schulhof, wo alle Nutzerinnen der Schule automatisch eingeschrieben werden. Das heißt, sobald Sie jemandem an der Schule jemanden als Schülerin oder als Lehrerin zuteilen, wird diese Person auch in diesen Kurs eingeschrieben, ganz von selbst. Und Sie können diesen Kurs daher verwenden, um zum Beispiel einen offenen Bereich wie einen Schulhof zu haben oder ein schwarzes Brett, wo die Downloads der Schule, Datenschutzbestimmungen, was auch immer verfügbar ist, aber vielleicht auch Dinge, die nicht im Internet stehen sollten, sondern nur für Schulangehörige zu sehen sein sollten. Diesen Kurs können Sie dann als Managerinnen selbstständig und frei anpassen, so wie es Ihnen beliebt und ganz unterschiedlich verwenden. Genauso funktioniert prinzipiell dieser Helpdesk. Das heißt, auch hier werden alle Nutzerinnen der Schule einmal automatisch eingeschrieben und Sie als Managerinnen haben dort auch die Möglichkeiten, den Kurs ein wenig anzupassen, wenn Sie das möchten. Dieser Kurs hat den Sinn, dass wenn Ihre Nutzerinnen von der Schule, Lehrerinnen oder auch Schülerinnen oder vielleicht auch die Erziehungsberechtigten ein Problem haben, dann können Sie die Funktion Support kontaktieren verwenden und können da das Problem beschreiben, um das es geht. Oft sind nämlich hier Probleme, die an der Schule selber lösbar sind. Also ich habe hier ein Beispiel von meiner eigenen Schule. Eine Lehrerin hat mich gebeten, einen Kursbereich für eine Klasse anzulegen, damit sie dort die Kurse hineingeben kann. Das ist etwas, was ich als Manager meiner Schule sofort lösen kann. Das heißt, in dem Fall antworte ich und das Problem ist erledigt. Wenn ich aber feststelle, na Moment, da kann ich nicht helfen, weil mir fehlt das Wissen oder das ist vielleicht ein technisches Problem, dann reicht hier ein Klick auf dieses Ticket, den Individual Support zuweisen und schon wandert das ein Level höher und wird dann von jemand anderem aus unserem Support-Team für Sie bearbeitet.
Und Sie haben aber trotzdem in diesem Supportkurs, also in diesem Helpdesk, sehen auch Sie die Antworten und die Personen, die es gemeldet haben, natürlich ebenfalls. Ja, nun komme ich zur Personalisierung des eigenen Bereichs. Also, wie ich schon sagte, es gibt diese gemeinsamen Bereiche mit dem Ressourcenkatalog und es gibt diesen Quizfragenpool, aber jede Schule hat ja einen eigenständigen Bereich. Und da dürfen auch nur Leute hinein, die zu ihrer Schule gehören, niemand sonst. Ja, und diesen Bereich können Sie daher auch ein wenig anpassen. Ich fange mal mit dem einfachsten Teil an, das ist hier den Stil anzupassen. Das heißt, Sie können unter dem Punkt Organisationsbanner diese Grafik hier oben austauschen, damit da einfach etwas ist, was für Ihre Schule spricht. Viele Schulen haben da ein Foto von ihrem Schulgebäude oder wir haben hier von meiner Schule, ich komme von einer Tourismusschule, hier Schülerinnen abgebildet. Das ist also dann nett, wenn man in Kursen der eigenen Schule ist, dass man einen gewissen das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich unsere Schule. Es gibt außerdem die Möglichkeit mit sogenanntem CSS. Das ist aus dem Webdesign eine Sprache, das Aussehen der Seite anzupassen für die eigene Schule. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, dass man weiß, wie das geht. Für diejenigen, für die das wichtig ist, wir hatten von manchen Schulen die Anfragen, daher, ja, das kann man also hier machen. Eine einfache Möglichkeit ist auch, dass man damit das Schullogo hier anstelle des Eduvisual-Logos platzieren kann. Man kann diesen Code, den man da braucht, aus unserer Anleitung 1 zu 1 reinkopieren und muss dann nur den Dateinamen hier ändern. Und selbst da kann natürlich jemand von unserem Support jederzeit helfen, um das zu machen. Die zweite Personalisierung ist die, wie man die Kurse angelegt haben möchte. Also Sie müssen sich vorstellen, die Lehrerinnen sollen ja die Kurse selbstständig anlegen und sie wollen aber dann trotzdem eine gewisse Übersichtlichkeit haben in ihrem Schulbereich, dass dann nicht das pure Chaos ausbricht. Und deswegen haben wir uns eine Funktion überlegt, wie das halbwegs geregelt werden kann. Das heißt, Sie können in diesem Punkt Kursbereich Struktur festlegen, welche Ebenen es für Kursbereiche, das ist sowas wie Ordner, geben soll. Und Sie können Felder auch definieren, die dann für den Kursnamen verwendet werden. Und wenn Sie in diese Textfelder etwas hineinschreiben, quasi eine Liste, dann können die Lehrerinnen auch nur aus dieser Liste wählen. Und wenn Sie ein Feld freilassen, dann können die Lehrerinnen ja irgendwas eintragen. Das heißt, an meiner Schule zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich auf erster Ebene die Schuljahre habe, auf der zweiten Ebene die Klassen angelegt habe und den Gegenstand, den dürfen die Lehrerinnen selber eingeben, weil bei uns gibt es einen Riesenhaufen an Gegenständen und das möchte ich gar nicht mehr antun, dass ich da alle pflege. Das schaut dann im Endeffekt, wenn Lehrerinnen einen Kurs erstellen, so aus. Also ich bin hier an mehreren Schulen, kann also auch die Schule auswählen, wo ich einen Kurs anlegen will. Wenn Sie nur an einer Schule Lehrerin sind, dann ist natürlich automatisch da Ihre Schule. Und dann wählt man eben je nachdem, ob es eine freie Auswahl ist oder vorgegeben, aus diesen Optionen aus. Und jeder Kurs, der angelegt wird, kommt damit an den richtigen Platz. Es ist eine Empfehlung, dass Sie, gerade wenn Sie mit Moodle anfangen, die Kurse aus einer Vorlage heraus erstellen. Wenn Sie einen leeren Kurs machen, dann ist er wirklich komplett leer mit nichts. Und die Vorlagen, die helfen hier, um schneller ins Tun zu kommen. Das heißt, diese systemweiten Vorlagen, die wir hier anbieten, sind zum Beispiel eine Vorlage für normalen Unterricht, eine Vorlage für ein Konferenzzimmer beispielsweise oder für ein Mitteilungsheft beispielsweise. Sie können natürlich auch Ihre eigenen Kurse als Vorlagen verwenden. Also wenn Sie dann schon einmal Mathematik in der zweiten Klasse hatten und dann wieder, dann können Sie hier darunter jederzeit Ihren bestehenden Kurs verwenden und einfach damit duplizieren als Vorlage verwenden und kommen damit dann auch im darauffolgenden Schuljahr total schnell wieder zum Unterrichten. Natürlich können Sie auch mit Kolleginnen damit gemeinsame Vorlagen erstellen. Wenn Sie also einen Kurs haben, wo Ihre Kolleginnen und Sie als Lernbegleiterinnen eingeschrieben sind, dann können alle denselben Kurs als Vorlage verwenden. Und ja, dann haben wir hier noch einen weiteren
Punkt zur Personalisierung. Das war auch von vielen Schulen gewünscht, dass man irgendwie eine Art Linksammlung hinterlegen kann. Und wir haben daher dieses schulspezifische Menü ins Leben gerufen. Das heißt, wenn Sie da in Ihrer Schule eine Linksammlung hineingeben, wobei Sie auch bestimmen können, ob eine Seite in einem neuen Tab aufgemacht werden soll oder nicht, oder ob das nur für bestimmte Personengruppen an Ihrer Schule sichtbar ist oder nicht, dann integriert sich das hier oben in diesem Symbol mit dem Tempel quasi für die, also das akademische Symbol. Und hier haben Sie dann die entsprechenden Links von der Schule drinnen. Also Sie sehen, ich bin hier an zwei Schulen, die separat Einträge gemacht haben. Und meine Schule hat hier diesen Web-Undis-Link, den sehe ich. Und dann habe ich noch Einträge aus der Schule, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, enthalten. Jetzt komme ich zu einem ein bisschen, komplexeren Thema. Das ist nämlich die Frage, wie die Nutzerverwaltung sehr am sinnvollsten gemacht werden kann. Wir haben hier nämlich sehr uns angeschaut, was die Schulen so alles verwenden und haben festgestellt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wir haben daher versucht, auch möglichst unser System so zu bauen, dass es flexibel ist und Schulen sehr leicht die Möglichkeit haben, sich die Verwaltung zu vereinfachen. Das heißt, im Endeffekt ist es am besten, wenn Sie sich überlegen, wie Sie das machen, dass Sie tatsächlich so eine Online-Sprechstunde buchen und man mit Ihnen abklärt, was ist bei Ihrer Schule das Passendste. Grundsätzlich kann man sagen, dass Sie diese bereits genannten Authentifizierungssysteme, also Portal Digitale Schule, Microsoft und Google, verwenden können, damit Ihre Nutzerinnen sich sofort anmelden können. Es besteht die Möglichkeit, wenn Sie über Microsoft und Google kommen und eine eigene E-Mail-Domäne haben, also beispielsweise @meineschule.at, dass wir alle Nutzerinnen automatisch der Schule zuordnen. Wenn Sie über das Portal Digitale Schule kommen, sind Sie auch auf jeden Fall automatisch der Schule zugeordnet, weil wir das dann über das Bot erhalten. Es gibt auch seit ein paar Monaten die Möglichkeit, dass Sie WebUndis mit Eduvidual koppeln und dann auch die Nutzerinnen von hier authentifiziert werden. Und wenn das alles für Sie nicht funktioniert, dann können Sie immer noch die Nutzerinnen mit Excel-Listen pflegen, beziehungsweise auch mit einer Selbstregistrierung arbeiten. Wobei wir viele Schulen machen das gerne so, dass sie die Nutzerinnen mit einer Excel-Liste hochladen, weil sie dann alle sofort im System haben und den Leuten aber sagen, steigt trotzdem mit Microsoft oder mit Google ein. Wenn nämlich die E-Mail-Adresse übereinstimmt, dann wird automatisch dieser Login auch als gültig angenommen. Das heißt, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten und am besten, wenn Sie da überlegen und nicht recht wissen, wie Sie es machen, eine Online-Sprechstunde buchen. So, ich bin jetzt schon fast am Ende, Christine. Ich habe die Zeit halb im Blick. Wenn Sie die Nutzerinnen dann Ihrer Schule zugeordnet haben, dann können Sie die auch sehr einfach verwalten. Es gibt hier so eine einfache Oberfläche, wo Sie Personen raussuchen können, die Rolle ändern können. Sie können auch erzwingen, dass eine Kennwortänderung erfolgt. Außer natürlich, es ist das Kennwort bei Microsoft. Wenn ich über Microsoft einlogge, dann habe ich natürlich das Kennwort bei Microsoft nicht bei uns. Beziehungsweise auch das Passwort kann man hier zurücksetzen, wenn es kein Microsoft- oder Google-Konto ist, mit dem die Leute sich anmelden. Ja, damit bin ich am Ende. 40 Sekunden habe ich noch Zeit. Also wenn Sie noch Fragen haben, bitte in den Chat hinein. Und ich hoffe, dann gibt uns die Christine noch ein bisschen Überzeit, dass ich die Fragen beantworten kann. Ja, vielleicht, Robert, kannst du deine E-Mail-Adresse oder eine andere Adresse noch in den Chat hineinschreiben, falls es noch Fragen gibt, dass sich die Personen dann bei dir melden können. Das wäre perfekt. Ja, habe ich schon erledigt. Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Gerne. Dann warten wir noch, ob noch etwas kommt. Gut. Scheint so nicht zu sein. Dann vielen herzlichen Dank, Robert, für die Vorstellung von Eduvidual und ich hoffe, wir sehen uns bei einer anderen Session bald wieder mal.
Herzlichen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Ja, danke Ihnen auch allen. Ich sehe gerade, es gibt eine Frage, die mehr Zeit bräuchte. Aber genau, bitte einfach per E-Mail dann bei mir melden und dann klären wir alles Weitere. Genau. Also ich wünsche noch eine schöne Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank, Robert. Gerne. Auf Wiedersehen. Ja, und bei uns geht es weiter im virtuellen Raum 2 mit Herrn Florian Schmidt, Verification und Faktencheck. Ich denke, auch das ist ein sehr spannendes Thema. Wir starten dann pünktlich um 16:35 Uhr.